Zu Recht drehst du dich schon leicht ein, denn der Bildschirm ist unten. Ich möchte heute wieder so ein kleines Schlaglicht auf TikTok werfen. Und normalerweise habe ich jetzt in den letzten Wochen immer die Stars von morgen und übermorgen vorgestellt. Ich habe mir schon einen Stift geholt, damit ich direkt dass alle du mitschreiben kannst. Earls und Links. Und in dieser Woche stelle ich nicht Stars eben von übermorgen vor, sondern von heute. Also Stars, die bei TikTok jetzt schon viral sind, die sind eigentlich das Thema bei TikTok. Das ist TikTok handgepickt. Ich stelle dir heute eine Gruppe junger Männer vor, die auch, muss man sagen, bei uns im Büro das Thema sind. Muss man sagen, eher noch bei der weiblichen Belegschaft, aber auch bei den Männern. Wir alle sind eigentlich fasziniert von ihnen. Das Besondere an ihnen ist, und dieser Tätigkeit verdanken sie auch ihren Namen, die meisten ihrer Videos spielen im Aufzug. Und du musst wissen, es sind nicht irgendwelche Boys, es sind super, super cute Boys. Und was sie machen ist, und damit sind sie auch weltweit berühmt geworden, aus Deutschland sind sie eigentlich, man sieht die Aufzugtür sich öffnen, und dann siehst du die ganze Jungstruppe und einer guckt cuter und verführerischer als der nächste. Wir können mal reinschauen. Das sind die sogenannten Elevator Boys. Ist das nicht fantastisch? Und was machen die noch? Ja, warte, das ist erstmal das Geheimnis ist immer, dass sie dir das Gefühl geben, du wirst persönlich angeflirtet. Und das hat mich, muss ich sagen, einfach angesprochen. Ich habe gerade auch kurz Gänsehaut, so einen Schauer. So. Und du fragst dich, wer ist der Anführer von dieser, auch der teilweise ein bisschen martialisch aussehende Truppe? Hat der hier so eine Knastträne? Wer ist der Bad Boy von den Bad Boys? Es ist Tim Schäker und so sieht er aus. Fantastisch. Begeistert. Ja, ist das? Versuch mal diese Überraschung. Warte mal. Ich komme jetzt mal so rein. Warte, ich komme reingerollt. Nee, Moment, es ist ja im Prinzip, das ist ja, eigentlich ist es ja der Move wie in so einem Vorspann von einer Serie, ja, wo alle kurz mal zu sehen sind und dann steht unten, wie die heißen. Ne? Ja. So. Also es ist ja im Prinzip, es ist. Ich komme reingerollt. Ja. Wow. So, und damit die ZuschauerInnen zu Hause auch nochmal auf diese Gedankenreise mitkommen und so, auch Sie hier, hier im Studio, gehen Sie einfach jetzt mal bei dem nächsten Video voll und ganz mit und gehen Sie in sich und seien Sie diese imaginäre Person, die jetzt in den Aufzug steigt. Ja. Und dann, wenn man das macht, dann wird einem auffallen, dass es, finde ich, fast jetzt eine Grenze überschreitet, weil jetzt gucken Sie fast unangenehm aufgegeilt. Aber das kann ich Ihnen nicht hervorheben. Bitteschön. Aber sie haben sich gefangen, ne? Ja, ja. Sie haben sich ein kurzer, geiler Weg, aber gefangen. Ja. Aber unglaubliches Phänomen auf TikTok, gigantische Stars dort. Und wenn du so einen Scheiß da hast, dann wirst du von denen angeflirtet. Das ist eine richtige Dienstleistung auch. Das ist der Anflug von Erotik, der da verkauft wird. Also ich muss sagen, Klaas, weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht denken wir auch das selber. Ich würde sie gerne mal kennenlernen. Ach so, du meinst als Gast? Ja, also ich kann wenn es darum geht, hier in dieser Sendung einfach mit Anwesenheit zu glänzen, das schaffe ich schon seit vielen Jahren. Mehr als Anwesenheit kann ich auch oft nicht anbieten. Aber siehst du so geil aus? Nee, also früher mal. Ja. Aber das ist lange her, muss man sagen. Die Elevator-Boys. Das ist wirklich aus dem Zeitstrahl der Menschheitsgeschichte bin ich einen Augenaufschlag vor TikTok verwelkt. Ja. Und dann kam TikTok, während ich praktisch aussah wie eine zertretene Capri-Sonne. Das war natürlich Quatsch. Ja. Aber ich würde gerne, also liebe Elevator Boys, wer mit dem Aufzug bei Late Night Berlin hochfährt, fährt danach noch weiter hoch. Ja. Ja? Das ist unser Prinzip hier. Und ich würde eine offizielle Einladung einsprechen, wenn ihr Bock habt, wenn euer Aufzug hier mal zufällig vorbeifährt bei uns. Nächste Woche zum Beispiel. Dann drückt auf Nothalt, macht die Tür auf und kommt gerne vorbei. Gerne auch nächste Woche, liebe Elevator Boys. Die Elevator Boys, folgen bitte. Ja, Dankeschön. Sehr gut. Fantastisch. Dann will ich einmal kurz. Oder auch von unten hoch guckt, man schreibt gerade was und wird dann in der Bibliothek überrascht. Oh, ich glaube, das werde ich noch sehr oft machen jetzt. Ja, ist schön. Wenn die mir das dann mal beibringen, richtig?